Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu diesem kleinen Video zu PlayStation 5 und zu neuen Xbox. Xbox Scarlett ist ja aktuell der Projektname. Mal schauen, wie die Konsole am Ende heißt. Dass die PlayStation 5 PlayStation 5 heißt, das wurde ja jetzt auch bestätigt. Genauso, dass es auch, genauso wie die Xbox, Weihnachten 2020 rauskommt. Für mich ist es jetzt keine besondere Überraschung. Viele waren so überrascht. Boah, krass, die haben es gesagt. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre eh klar, dass es so einen Konkurrenzkampf gibt. Auf jeden Fall können wir uns auf beide neuen Konsolen freuen. Und in diesem Video möchte ich mal ein bisschen mit euch besprechen, was bisher schon so ein bisschen bekannt ist, beziehungsweise eher noch viel mehr meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Erwartungen, was ich so denke, was kommen könnte, wie das ablaufen könnte, denn ja, diese Konsolengeneration, die wurde ja sehr, sehr schnell entschieden, quasi bevor die Konsolen schon rausgekommen sind, hat sich ja Microsoft selber ins Ausgeschossen mit dieser Ankündigung, alles wird online sein, alles wird online sein, bla bla bla, TV und so, ihr kennt die Zusammenschnitte. Da haben sie sich ja schon von Anfang an rausgeballert aus dem Kampf und noch sehr, sehr viele andere Sachen gemacht, die meiner Meinung nach nicht so gut gewesen sind, die PlayStation zum Beispiel besser gemacht hat. Allerdings auf der anderen Seite hat die Xbox wieder sehr viele geile Sachen gemacht, die PlayStation bis heute nicht hinbekommt. Und deswegen, das spielt alles so in meine Erwartungen mit rein. Ja? Die PlayStation, wie gesagt, wird jetzt offiziell PlayStation 5 heißen. War zu erwarten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vier Konsolen hintereinander so betiteln und dann die fünfte plötzlich anders machen. Zudem hat man ja auch schon von der PlayStation 5 ein Dev-Kit. Also ein Dev-Kit ist eine Konsole, eine halbfertige bis fertige Konsole, die für die Entwickler schon mal rausgehauen wird. Und diesmal ist es geleakt worden, das Bild, das seht ihr auch schon. Es wurde auch schon bestätigt, dass das DevKit so aussieht, damit die Leute halt schon entwickeln können und spielen können, ja. Und dann wurde jetzt auch gesagt, dass sie ähnlich so aussieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich so dieses Aussehen von Konsolen war schon immer so ein Punkt, der mich gehypt hat oder der mich interessiert hat, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Konsolen ich jetzt schon so mitverfolgt habe, dass sie neu starten. Ich glaube schon ab der PlayStation 2, Xbox 1 und so weiter, GameCube-Zeit, habe ich das schon ein bisschen verfolgt, wie das so aussieht. Die Leute kündigen die Sachen an, zeigen die ersten Spiele, zeigen die ersten Tech-Demos etc. Und ich muss sagen, das Dev-Kit von der PlayStation 5 sieht ganz cool aus, auch mit dieser V-Form obendrauf, was natürlich dann für die 5 steht, ist ja logisch, also ich denke mal, das sieht jeder, dass es ein V ist und dass es natürlich dann für das römische, für die römische 5 steht. Sieht ganz cool aus. Ich bin mal sehr gespannt. Also meine Hoffnungen allgemein für die PlayStation erstmal sind, wie viele glaube ich auch verstehen können, so die Lautstärke. Ja? Es ist immer noch stellenweise, entweder hat man mal eine gute, wirklich gute PlayStation erwischt, gerade auch zum Anfang hin ist hier natürlich immer noch so ein bisschen wie so eine kleine, leise, schnurrende Katze. Aber es kann sich schon zu einem absoluten Tornado entwickeln manchmal. Da habe ich schon Berichte und Videos gesehen, wo manche, also das ist ja unfassbar, was da passiert ist. Also ich wünsche mir auf jeden Fall bessere Soundkulisse für die PlayStation. Die muss genauso für die Xbox, ja. Ich kann das eigentlich zusammenfassen. Ich möchte, dass die Konsolen schön leise sind. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Konsolen mehr Speicherstand haben, obwohl es, muss ich sagen, eigentlich relativ easy ist, eine externe Festplatte dran zu klatschen, aber von Grund auf, da die Spiele ja noch größer werden und wenn man sich teilweise reinzieht, wie groß die Spiele jetzt schon sind, über 100 GB oftmals jetzt schon von Start aus, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie wirklich nur mit so 2 Terabyte starten oder so, das könnte ich mir schon vorstellen, die sind dann immer sehr geizig. Allerdings haben sie ja schon bestätigt beide, dass es eine SSD gibt, was dann auch für die Ladezeiten gut ist. Wie war das Beispiel bei der PlayStation 5 für Spider-Man? Jetzt dauert es irgendwie 10, 11 Sekunden eine Ladezeit für eine Schnellreise und dann soll es 0,7 oder irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall schnellere Ladezeiten, das ist dringend notwendig, gerade auch Sony mit ihren eigenen Spielen. Wir hatten dieses Jahr Days Gone und da waren die Ladezeiten bei einer Schnellreise nicht 10 Sekunden stellenweise, sondern 30, 40, 50 Sekunden. Das war sowieso technisch nicht so top, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das gespielt habe. Also beide Konsolen müssen unbedingt schnellere Ladezeiten haben. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Lebenszeit man verschwendet vor der Konsole, wenn man da die Ladezeiten zusammenrechnen würde. Und meiner Meinung nach
muss auch das Ganze stabiler laufen irgendwie. Diese ganzen Online-Games, viele haben immer wieder mal Probleme mit dem Ping oder mit Verbindungsabbrüchen und so weiter und so fort. Und manchmal bin ich der Meinung, das liegt jetzt nicht direkt an den Konsolen, es liegt natürlich eher an den Spielen dann. Das wünsche ich mir allerdings, was mir aber auf jeden Fall für die PlayStation wünsche, und da klammere ich die Xbox raus, schnellere Downloads. Die Downloads auf der PlayStation sind eine absolute Frechheit, meiner Meinung nach. Das dauert viel zu lange. Ich lade mit der gleichen Verbindung, mit dem gleichen LAN-Kabel. Ich bin extra mit dem LAN-Kabel drin, nicht mit WLAN, weil dann bist du natürlich noch ein bisschen langsamer. Ich lade mit dem gleichen LAN-Kabel auf der Xbox Minimum 4-5 mal so schnell. Es ist ja unfassbar. Ich habe eine 400.000er Leitung. Und wenn es mal richtig Power gibt auf der Xbox, dann lade ich auch mit 300, 350 MB runter. Auf der PlayStation brauche ich für 5 GB wahrscheinlich, wenn es gut läuft, 20 Minuten oder so. Jetzt schätzungsweise auf der Xbox wahrscheinlich nicht mal 5 Minuten. Das müssen sie unbedingt endlich mal ändern. Genauso wünsche ich mir auf jeden Fall für beide Konsolen ein überarbeitetes User Interface. Das haben sie auch schon für die PlayStation bestätigt, dass das Interface, also dieses Hauptmenü, PlayStation-Menü, anders aussehen wird. Übersichtlicher soll es auf jeden Fall werden, genauso wie auf der Xbox. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Xbox One, das User Interface, das Hauptmenü, also hat mir noch nie gefallen. Ich bin mit dem alten, klassischen Xbox 360-Menü aufgewachsen. Was heißt aufgewachsen? Da war ich ja schon alt genug, aber das fand ich zum Beispiel richtig nice. Das haben sie dann noch ein bisschen verbessert, da war es schon richtig, richtig gut. Aber was jetzt mit dem aktuellen Xbox, also ich finde mich stellenweise heutzutage schon nicht mehr so richtig zurecht. Und das PlayStation-Ding ist halt übersichtlich, klassisch, aber wenn sie das nochmal ein bisschen überarbeiten, gerade dass du dann noch ein bisschen besser verfolgen kannst, wo, was gerade deine Freunde zocken, das haben sie ja gesagt, das fände ich sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach entscheidend am Ende des Tages sind einfach die Spiele. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass PlayStation und Sony die besseren Singleplayer-Spiele hat. Das ist eh so ein Ding. Das ist auch meiner Meinung nach ein weiterer Punkt, warum die Xbox im Vergleich zu PlayStation 4 diese Konsolengeneration richtig abgekackt hat. Weil die einfach keine starken Exklusivtitel haben. Nicht stark genug jedenfalls. Und da sie ja sowieso mittlerweile auch eine ganz andere Politik fahren, ja, die sind ja komplett offen für andere Konsolen mittlerweile auch mit ihren eigenen größeren Marken, obwohl sie, glaube ich, gesagt haben, Halo und Gears of War oder Gears jetzt, heißt es ja jetzt nur noch, wird es nicht auf die anderen Konsolen geben, aber jetzt Cuphead, ja, gibt es ja jetzt für die Switch, habe ich gesehen, das ist auch von Microsoft direkt gepublished worden, aber was heißt heutzutage überhaupt noch Xbox exklusiv? Jedes Spiel von Microsoft gibt es auch auf dem PC. Da ist sowieso nicht mehr dieses klassische Exklusive, was ja immer normalerweise ein Kaufargument war für die Konsole. Ich weiß nicht genau, wie sich das finanziell auswirkt. Sie haben ja auch diesen Game Pass, was ja für die Leute, die nicht wissen, was der Game Pass, Xbox Game Pass ist, das ist sowas wie eine Art Netflix für Spiele. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spieleangebot bei Xbox Game Pass für den Preis ist überragend. Also wenn ihr sowieso nicht so viel zockt, und wenn ihr auch so ein bisschen Microsoft-Fan seid von den Spielen her, es ist ein unfassbares Angebot meiner Meinung nach. Du zahlst 10 Euro oder 13, 14 Euro oder so, wenn du den Ultimate haben willst, hast dann noch Xbox Live Gold direkt mit drinnen und kannst auf dem PC auch spielen und es kommen immer wieder neue geile Spiele raus und direkt die Spiele von Microsoft zum Release. Das ist schon ein mega Angebot und ich denke mal, das werden sie weiter ausbauen. Wie das mit der PlayStation 5 Now ist, PlayStation Now ist, das habe ich mir bisher noch nicht reingezogen, so richtig, nicht getestet bisher auch. Ich bin eh nicht so ein Fan von Streaming, von Spielen, da finde ich es schon eher besser, das zu downloaden, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es komplett lagfrei ist. Ich weiß es nicht genau, aber so bei Online-Multiplayer-Sachen, weiß nicht, ob das lagfrei ist, ob man da vielleicht sogar einen Nachteil hat, wenn man es über PlayStation Now spielen würde. Aber da hat man ja jetzt auch gesehen, die haben die Preise angepasst, damit sie auf einem Niveau sind. Die haben ein bisschen aktuellere Spiele rausgehauen. Aber der Punkt ist ja auch bei der PlayStation, wenn wir gerade bei Exklusiv-Games sind, die haben es ja auch nicht so wirklich nötig. Ja, Xbox, ich sehe jetzt zum Beispiel Gears 5. Ja, Gears 5 ist ein gutes Spiel auf jeden Fall. Es macht Bock, es macht Online-Bock, es macht in der Kampagne Bock. Aber dieses Blockbuster-Feeling, wie ich es damals bei Gears 1 hatte oder Gears of War 3 oder so, das ist irgendwie nicht mehr der Fall. Und für das Blockbuster-Spiel des Jahres von der Xbox,
wird es der Stellung, die es eigentlich haben müsste auf der Xbox, meiner Meinung nach nicht gerecht. Es sind so viele Probleme aufgetreten. Verbindungsprobleme, Ping-Probleme, Abstürze, und hast du nicht gesehen, ne? Also es ist unfassbar. Und leider, dazu kommt halt, dass Xbox nicht so viele Games hat im Jahr. Ja? PlayStation hat da schon mehr gehabt. Obwohl Days Gone auch seine Probleme hatte. Hat man ja auch im Let's Play gesehen, wie technisch das am Ende war, stellenweise. Ja, das ist halt das Problem. Aber PlayStation hat einfach viel mehr Exklusivtitel und wirklich wahre Exklusivtitel. Obwohl es auch immer so eine Philosophiefrage ist, wie geil ist es, dass so viele Exklusivtitel ist. Mich persönlich stört es nicht. Ich habe das Privileg und das Glück, dass ich mir alle Konsolen kaufen kann und auch alle Spiele zocken kann, die ich will. Aber für die Leute natürlich, die nur, in Anführungsstrichen ist ja auch schon sehr viel Luxus, sich eine Konsole holen oder sich nur für eine entscheiden wollen, da würde ich natürlich so spielemäßig auf jeden Fall zu PlayStation greifen, obwohl ich riesiger Xbox-Fan bin, immer noch. Weil von der Konsole her, von der Verbindung her und von der Xbox Live Party und hast dich gesehen, das hatte sie schon auf der 360. Das hat PlayStation erst mit der vierten gemacht. Also, ja, das ist so ein Zwiespalt. So technisch und so bin ich oftmals eher auf der Xbox, auch mit dem Spieleangebot durch den Game Pass insgesamt, exklusiv auf jeden Fall PlayStation. Das ist halt auch immer so ein Zwiespalt. Aber wie gesagt, ich werde mir sowieso beide neuen Konsolen holen und ich bin sehr gespannt, was sie da so raushauen werden. Xbox hat ja schon angesagt, dass sie Halo rausbringen werden zum Release. Ich könnte mir persönlich für die PlayStation auch vorstellen, dass sie vielleicht Ghost of Tsushima zum Release raushauen, weil von dem Spiel hast du bisher nichts mehr gehört. Und du hast auch ganz klar nicht gehört, es kommt für die PlayStation raus. Sony wird ja eh nichts mehr Großes, Exklusives rausbringen vor der PlayStation 5. Außer Last of Us, und auch Last of Us wird es safe für die PlayStation 5 geben, 100.000% wird es auch für die PlayStation 5 wieder als Remastered oder Game of the Year Edition oder hast du nicht gesehen, geben. Und was Xbox noch so raushaut, die haben ja vor kurzem einige Studios aufgekauft, ich bin mal sehr gespannt, ja. Am Ende sind die Spiele entscheidend, ja. Am Ende sind wie immer die Spiele entscheidend. Vielleicht haben sie hier und da noch geile neue Ideen. Es wird natürlich noch neue Ideen geben für den Controller, für die Bedienung, vielleicht VR noch ein bisschen. Xbox steckt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch so ein bisschen das VR-Ding rein. PlayStation wird es sicherlich auch noch mal ein bisschen ausbauen. Da wird es auf jeden Fall interessant sein zu sehen, was da passiert, mein Gott. Ja, mal schauen. Am Ende, wie gesagt, wünsche ich mir schnellere Ladezeiten, einfach mehr, bessere Games, auch neuere Games, neue Marken, ja, die auch geil reinhauen, die einfach geil durchdacht sind und nicht nur Ubisoft, EA-Style haben, den Fokus darauf haben, ja, wie binden wir langmöglich die Spiele an unser Spiel und Microtransaction und Open World muss sein, auch wenn sie leer ist und wir machen Games as a Service, das ist doch ein super geiles Ding, oder? Ich habe da keine Lust mehr drauf. Wir wollen einfach geile, originelle Spiele, die von Anfang an durchdacht sind, um einfach ein geiles Spiel abzuliefern und nicht im Vordergrund haben, wie kassiere ich am meisten von den Leuten ab. Siehe Witcher 3, die haben so abgeliefert, die haben einfach qualitativ so ein Hammer-Spiel rausgehauen, dass sich das auch abartig geil verkauft hat. Ja? Du musst nicht auf Krampf so ein Anthem rausbringen oder so ein halbgares Ghostwriten, wo du so eine Online-Anbindung hast, die auch nicht so wirklich funktioniert. Du musst es nicht haben. Du musst einfach ein geiles, qualitativ geiles Spiel haben, wo du sagst, Alter, das muss ich spielen. Das kann ich nur bei diesem Spiel erleben. Sowas will ich immer wieder haben. Das brauchen wir. Ja? Und ich klammer bei dieser ganzen Diskussion so ein bisschen die Nintendo-Konsole aus, weil die machen eh so ihr eigenes Ding. Dieser klassische Next-Gen-Grafik-Power-Kampf und so, das gibt's ja schon seit 2-3 Generationen nur zwischen Xbox und PlayStation. Deswegen habe ich die jetzt mal ein bisschen ausgeklammert. Ja, Freunde, das war's so. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt auf solche Videos, lasst es mich gerne wissen. Folgt mir auf Instagram auch, würde mich freuen. Und das war's. Wir hören uns. Haut rein.